wie nutze ich jetzt die Psychologie, um mehr Geld zu verdienen? Denn härter arbeiten sorgt nicht dafür, dass ich mehr Geld habe. Und ich glaube, das wissen mittlerweile die meisten Menschen, weil viele arbeiten viel härter als die meisten Millionäre da draußen und verdienen noch nicht mal einen Krümel von dem, was die Millionäre tagtäglich ausgeben. In der Psychologie ist es so, dass unser Gehirn, unsere Gedanken, unsere Verhaltensweisen leiten. Und wenn ich Verhaltensweisen haben möchte, wie jemand, der Geld hat, das heißt, ich kann mir immer das leisten, was ich gerade brauche, was ich mir gerade wünsche. Wie kann ich dann meine Gedanken in diese Richtung leiten, damit sie meine Verhaltensweisen in diese Richtung lenken, dass ich mich so verhalte, dass ich immer mehr Geld mache? Indem ich mich erstmal darauf fokussiere, wo ich persönlich gewachsen bin. Denn wie denken Gewinner? Wie denken Menschen, die viel Geld machen? Die sind von sich selbst überzeugt. Die fühlen sich wie Gewinner. Sie fühlen sich, als wären sie ein Geschenk für diese Welt. Wie kann ich mir das aneignen, dass ich denke, ich bin ein Gewinner? Weil wenn ich dann rumlaufe und denke, ja, aber ich habe es bis jetzt immer noch nicht geschafft. Ich habe immer noch nicht so viel Geld wie die anderen. Und irgendwie bin ich nicht so diszipliniert genug, wie andere es sind. Ich beobachte mich, wo bin ich in meinem Leben weitergekommen? Und nehme wahr die Anteile in mir, die mich immer wieder niedermachen. Beobachte das mal bei dir selber. Ich finde es immer sehr spannend, bei mir mich zu beobachten, was ich da für innere Anteile in mir habe. Hast du mal gesehen, wie deine Haare aussehen, wenn du morgens aufstehst? Warum bist du eigentlich so blass um die Ohren? Warum sehen die anderen immer wie aus dem Ei gepellt aus und du siehst aus wie ein zerquetschtes Huhn? Unser Gehirn fokussiert sich immer auf die Bereiche, wo wir gerade uns weiterentwickelt haben. Wenn ich also meinen Fokus dahin lege, wo ich mich weiterentwickelt habe, anstatt da, wo ich nicht gut genug bin, dann kann mein Gehirn sich darauf fokussieren und mehr Bereiche, erstellen, also neuronale Bahnen in meinem Gehirn, die dafür sorgen, dass ich mich noch weiter entwickle. Da, wo der Fokus hingeht, da geht meine Energie hin. Und wenn wir dann schlafen, arbeitet das Gehirn genau das aus. Und morgens, wenn ich aufstehe, gibt es Verhaltensweisen, die mich dazu hinführen, die passend sind zu diesen Gedanken, dass ich mich weiterentwickle, dass ich in gewissen Bereichen sehr gut bin. Mach dir Gedanken, wo du schon weitergekommen bist, weil du bist nicht die gleiche Person wie noch letztes Jahr, wenn du ganz genau hinschaust. Das sind oft subtile kleine Veränderungen, die wir nicht wirklich bewusst wahrnehmen. Also wo hast du dich schon einen Schritt weiterentwickelt? Das ist so wichtig, darauf zu achten und das herauszufinden bei dir, weil unser Gehirn sich darauf fokussiert, wo du dich hin fokussierst. Wenn jetzt deine Gedanken sind, okay, ich bin in dem Bereich, denke ich schon anders, habe hier vielleicht herausgefunden, dass ich Glaubenssätze habe, ich weiß, dass ich meine Glaubenssätze verändern kann. Wenn du dich auf sowas fokussierst, wird dein Gehirn in der Nacht neue neuronale Verbindungen herstellen. Er arbeitet darin, in den Bereichen, wo du schon ein bisschen gewachsen bist, noch stärker zu werden. Dich also zu unterstützen. Und wenn dich dein Gehirn da unterstützt, wirst du mit der Zeit auch neue Verhaltensweisen an den Tag legen, die zu diesen neuen Erkenntnissen passen, dass du dich weiterentwickelt hast. Das Gehirn fokussiert sich auf das, was du Neues reflektierst. Es werden also neue Verbindungen hergestellt, weil du neue Erkenntnisse hast. Negative Aspekte deiner Persönlichkeit werden gecheckt. Passen die nicht mehr mit den neuen Erkenntnissen, so werden diese Verbindungen im Gehirn mit dem alten Selbstbild Schritt für Schritt getrennt, so dass dort keine Energie mehr hinfließt. Also suche in den Krümeln, wo du dich in deinem Leben weiterentwickelt hast. Mach dir Gedanken und vielleicht helfen dir auch diese Fragen. Wie bist du anders heute als die Person, die du vor 12 Monaten warst? Wie anders ist deine Realität, also deine Glaubenssätze, wie siehst du jetzt die Welt, deine Lebenssituation? Gibt es da eine kleine Veränderung in deiner Sichtweise? Auch Fehler sind Erfahrungen, Learnings, wie man so schön sagt, aus denen du lernen kannst. Was sind deine Gedanken über deine Zukunft? Und bedenke, dass du mit deiner Erwartung deine zukünftige Version im Quantenfeld kontaktierst. Auch dazu gibt es ein Video, das werde ich dir unten verlinken, wo ich das erkläre. Dazu gibt es sogar ein Buch, das es wissenschaftlich erklärt, wie du dich im Quantenfeld mit all den Versionen, die es gibt, mit deinem zukünftigen Ich verbinden kannst. Und hier geht es wirklich darum, erstmal wahrzunehmen, was in dir ist. Nicht direkt das zu verurteilen, sondern das sind meine Gedanken, das sind meine Erwartungen. Immer dann, wenn wir einen Ist-Zustand, also eine Ist-Analyse machen, erst dann können wir wissen, wo wir stehen und dann von dort aus schauen, in welche Richtung möchte ich gehen. Das heißt, all das, was in dir ist, darfst du annehmen, ohne dich dafür zu verurteilen und dann schauen, was möchte ich stattdessen. Oder soll es so bleiben? Deine Einstellung zu deinem alten Ich hat enormen Einfluss auf deinen gegenwärtigen Selbstwert. Das vergessen sehr viele. Und dein gegenwärtiger Selbstwert hat ganz großen Einfluss
auf dein zukünftiges Ich. Eine bessere Zukunft kannst du dir immer dann aufbauen, wenn du zurückschauen kannst, reflektieren kannst, deinen Ist-Zustand wahrnehmen kannst und dann überlegst, in welche Richtung möchte ich denn hin? Welche neuen Gefühle und Gedanken möchte ich erleben? Es hat einen großen Einfluss, wie eben schon erwähnt, wie du deine Vergangenheit wahrnimmst. Es hat immer einen großen Einfluss auf dein jetziges Ich, das verbunden ist mit deinem zukünftigen Ich. Wenn du die Vergangenheit also negativ anschaust, hat das negative Auswirkungen auf dein unbewusstes Zukunftsbild. Mach dir Gedanken, wie dein Zukunfts-Ich am besten sein soll. Was willst du für Verhaltensweisen haben? Was willst du für Gedanken haben? Was willst du für Erwartungen haben? Wie willst du mit dir umgehen? Wie willst du dich anziehen? Wie willst du dich nach außen zeigen? Und mit diesem Gefühl kreierst du dir eine neue Zukunft. Aber ich muss dazu nochmal kurz zurückkommen. Wenn du dir jetzt Gedanken machst, zum Beispiel auch über dein Gehalt, über das, was du am liebsten verdienst, geh immer mit dem Gefühl, was du gerade fühlen kannst. Also schreib dir jetzt nicht auf eine Million, wenn du die nicht fühlen kannst, weil damit wird der Selbstwert ein Stückchen kleiner, weil da immer noch ein innerer Anteil ist, der dann lacht und sagt, du, eine Million. Geh mal mit dem Gehalt, was du gerade noch so fühlen kannst. Ein Betrag, wo du sagst, boah, der wäre gut und den kann ich schon fühlen. Da würde ich mich schon richtig freuen. Denn das Geheimnis sind die Gefühle, die du in deinem Körper produzierst. Wenn du die wirklich fühlen kannst, dann kannst du damit auch deine Zukunft mitkreieren.